warst du ein Tick schneller als alleine, oder? Bitte? Jetzt bist du ein Tick schneller geflogen als alleine. Ja, ich weiß schon, dass es schneller ist. Aber wenn jeder mit 20 geht, dann wird das ganz hart lang. Und wenn man dann mit 0 mehr Gewicht ist, kann man nicht mehr das machen. Brauchst du ein Puffer, ja. Ah ja, okay. So, das war die ganze Gemeinheit. Schön, prima. Freut mich, dass es dir gefallen hat. Danke, ja. So, jetzt...
angekommen am Flugplatz Schweighofen. Wunderschöner Anflug, mal wieder quer über den Pfälzerwald. Na, das ist dann so das Anfliegen für das Jahr 2019. Mit von der Partie der Heiko und der Georg. Und Schweighofen ist auch ein schönes Plätzchen. Graspiste, wunderbar anzufliegen. Alles schön. Ja, der Platz Schweighofen kuschelt sich so richtig schön ran an den Pfälzerwald. Es dürfte noch nicht die Hartkant sein, die ist glaube ich ein bisschen weiter östlich davon. Da hinten, ne? Aber wirklich sehr schön. Oh, und der Heiko hat ein kleines Problem. Schon oft am Spinner gearbeitet. Aber so wie es aussieht, ist er eben ans Ende seiner Lebenszeit gelangt und ist wohl eingerissen. Naja, glücklicherweise hat es hier Fliegerkollegen mit Werkzeug, sodass der Heiko den defekten Spinner auf die Schnelle demontieren kann, bevor er hier auseinanderfliegt und dann durch den Propeller geht. Das ist so ziemlich das, was wir nicht gebrauchen können. Schlimm ist es auch nicht. Der Neue ist schon unterwegs. Ja, der Neue ist schon unterwegs, genau. Alles ist gut. Und den hier, den hängt er dann aufs Klo. Ja, über den Küchentisch und macht eine Lampe draus. So, der passt noch ganz. Da schraube ich mal gepackt an. Ja, eine Nummer kleiner. Eine Nummer kleiner, sicher? Okay. Noch was anderes Werkzeug hat. Oh, dann haben wir gleich schnell. Das geht ja. Ein bisschen flacher muss ich ein bisschen kleiner Schraube ziehen. Der Spinner hatte Riss im Dippe, wie genau. Es im Saarland so schön heißt. Genau. Riss im Dippe. Also machen wir eine Runde nach. Also machen wir eine Runde, ja. Dann laden wir eine Runde. Oh ja, ja. Ja, und da kommt der Heiko. Jetzt hat er das richtige Werkzeug. Ich denke, es ist Zoll. Es ist Zoll. Zoll, na toll. Na toll, Zoll. Die Leute denken, ah, guck mal, da kommt er mit dem Fliecher an, muss erst dann rumbauen. Ja, ich möchte mal den Fliegerkollegen sehen, dem Ähnliches noch nie passiert ist. Ja, das war, wie gesagt, vom Vorbesitzer oder von irgendeinem der Vorbesitzer schon ein Fehler, diese Löcher da hinten zu machen, weil durch die Schwingung, der wird normal nur durch den Hauptbolzen gehalten, ja. Und durch die Schwingung ist es genau an den Löchern aufgerissen. Nur ich habe das vorher ja auch nicht gewusst. Ich war halt eben der Meinung, diese Löcher müsste dort sein. Okay. Also nachträglich irgendwas anbringen, bringt in dem Fall gar nichts. Macht da mega kaputt wie alles andere. Ja. Und bevor jetzt mehr passiert, machen wir das Ding ab. Und dann ist das gut. Genau. Morgen kommt hier unser in der Rettung raus und dann gibt es eine neue Rettung und ein neuer Spinner und dann ist das doch gut, ne? Haben wir gar keine Probleme. So, dann gut, die Schraube kommt raus. Jetzt sind wir okay spannend. Naja, bei der Gelegenheit kann ich schon mal ankündigen, dass der Heiko und ich morgen an diesem Flieger hier das Rettungsgerät ausbauen werden. Das Teil ist zur Wartung fällig, also bauen wir das aus. Und da ich das bei mir an meiner Mune auch noch nie gemacht habe, ist das ja eine tolle Übung für beide, ne? Genau. Also Zoll ist es natürlich auch nicht, ne? Das ist ja jetzt klasse. Wenn es zu groß, anders zu klein. Aber ich habe noch den. Gerade mal etwas gucken.
du vielleicht eine geeignete Schraubenzieherin und dann, ich muss nur eine Bolze aufdrehen. Ja. Aber das kommen wir auch noch hin. Die Schraube haben wir draus. Okay. Ja, der hier ist so groß. Und der nächste ist zu klein. So, und genau. Ist das nicht immer so? Viertelzoll und 3/16 und 3/16 ist natürlich auch so klein. Sicher? Passt nicht rein. Ja, okay, dann ist es doch vielleicht doch metrisch. Die sind zöllisch? Die sind zöllisch, genau. Na gut, dann ist es wohl metrisch. Dann ist es wohl metrisch, aber der metrische, den ich hatte, hat auch nicht gepasst. Komisch. Sehr komisch, ne? Naja, also laden wir wieder nach hinten. Na dann, Trab ab. Trab ab. Ich weiß gar nicht, was hatte ich eigentlich an Bordwerkzeug mit? Mal gucken. Hast du Bordwerkzeug mit? Ne, ne? Garantiert nicht, ne? Ich bin dann weg. Ja, okay. Vorsicht, der startet gleich hier. Ja. Mit dem richtigen Werkzeug geht alles. Einsetzen, dass man ein Foto machen kann. Ja, doch, das können wir machen. Wenn die Schraube geht nicht auf. Ah! Ich fahre, der nur fünfmal laufen muss. Das gibt's ja nicht, dass es halt Zoll passt, oder? Ferry! Ferry! Ja? 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 Mal kurz Ferry in den Flieger setzen, für ein Bild zu machen. Gibt Schlimmeres, ne? Hey. Du kannst hier mit wem du willst, du kannst auch bei mir mit, das ist wurscht. Nee, gerade zuletzt hätte ich eine Trembelose. Trembelose. Hallo. Na? Hallo. Trembelose. Trembelose. Sind wir zwei, ja. Von wo sind wir gestartet? Wie bitte? Von wo sind wir gestartet? Ah ja, Pirmasund. Nicht weit von dort. Ja, ja, das kenne ich. Pirmasund. Ja, ja, ja. Gerade kurzes Röntgen. So. Spinner ist ab, alles ist gut. Jetzt kann nichts mehr passieren, ne? Was nicht mehr auseinanderfliegen kann, fliegt auch nicht durch irgendeinen Propeller. Genau deshalb. Komm du mal, Alter, dann musst du das auch. Du, dann fliegen wir gleich nochmal Richtung Heimwärts. Ja, wir müssen auch. Es ist, Sunset ist nicht mehr lange hin. Genau. Ne? Ja. Wir dann. Ein, an jetzt kurz nur drei.